Ameis erfunden, ne? Seit den Griechen, es hat einen Anfang, eine Mitte, ein Ende, eine Lehre, einen Schluss. Und alles gegen die Regeln der Dramaturgie gestreckt, das ist immer ein großes Risiko. Um Regeln zu brechen, muss man sie gut kennen und muss einen guten Grund haben, ein Ziel. Der Film, den Sie jetzt sehen, das ist kein Dreierakter, wenn man genau hinschaut, vielleicht doch als solcher erkennbar, aber er folgt am ehesten, sagen wir Shortcuts. Also kurze Episoden oder kurze Beleuchtungen von Zuständen, von Menschen, von Charakteren, die dann miteinander wieder einen Film ergeben. Der Andreas Prochaska ist jemand, der dieses Ziel hat, nämlich einen Film ganz zu erzählen und sich nicht in den Shortcuts zu verlieren. Das heißt, man muss ein Ziel haben, man will den Wechsel fort und mit 120 und 70er durch, dann macht es nur einen Sinn, wenn man schnell nach Graz kommen will zum Beispiel. Das heißt, ein klares Ziel haben. Und das Ziel dieses Films war, einen Zustand zu erzählen, einen Zustand des Landes. Entschuldigung, mir bleibt lauter Berührung. Stimme weg. Andreas, komm bitte raus, ich zeig dich jetzt her. Noch sagen wollte, er hat einiges an diplomatischer Verwirrung erzeugt. Karl Schwarzenberg, Außenminister der Tschechei, hat sich beklagt, schon vorher, ohne ihn gesehen zu haben, über eine unglaubliche Menge von Protestschreiben von Kernkraftfreunden aus der Slowakei, aus Tschechien, bei mir am Schreibtisch und im Computer, die diesen verstopfen. Vorher und nachher, nachher noch mehr. Das zeigt auch, dass dieser Film gewirkt hat. Wie den dann gesehen haben, mit langen Debatten auch mit tschechischen Kernkraftfreunden und auch Gegnern, die sehr wohl verstanden haben, worum es uns in diesem Film geht. Bevor ich das alles fertig erzähle, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen für den Film, möchte ich jetzt noch bitten, den Andreas irgendwas zu sagen, was vielleicht mehr Substanz hat, als das, was ich gesagt habe. Danke. Also, ich stehe ja nachher sowieso zur Verfügung, wenn es irgendwie Fragen zu diesem Film gibt, der für mich ein Experiment war. Ich wusste am Anfang auch nicht, was hinten auch irgendwie rauskommen wird. Ich glaube, das hat also hoffentlich ganz gut funktioniert, sonst würde ich jetzt glaube ich nicht dastehen. Aber ich möchte nur sagen, also ich möchte mich bei solchen Gelegenheiten bedankt man sich ja immer und in dem Fall gibt es wirklich Gründe, sich zu bedanken. Zum einen natürlich beim Heinrich und beim Klaus Lintschinger, die mir sozusagen von Senderseite einen großen künstlerischen Freiraum eingeräumt haben bei dem Film, sonst hätte er nicht so werden können, wie er jetzt geworden ist. Dann natürlich beim Andreas Kamm, stellvertretend für die MR-Film, die dieses Abenteuer sozusagen mit mir bestanden hat. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel drauflegen müssen. Ja, natürlich beim Team. Es sind einige Leute hier, die ich nachher noch vorstellen werde. Und ja, mehr habe ich zu sagen. Viel Spaß. Ich habe dann doch noch was zu sagen bei der Autorin Susanne Freund, die wir angesprochen haben, auch aus dem pragmatischen Grund, ist, weil sie eine Naturwissenschaftlerin ist und die faktischen Grundlagen dieses Films besonders wichtig sind, um sich auch nicht angreifbar zu machen. Was ich noch sagen wollte, wir haben die Kopie des Films aus verschiedenen terminlichen Gründen ungefähr, also meinem Gefühl nach, ungefähr 2 Sekunden vor Sendung bekommen. Es war ein paar Stunden mehr, aber es war extrem knapp. Und der Andreas hat von Anfang bis zu Ende, und vielleicht wenn Sie den Film sehen und nachher reflektieren, sich das vor Augen führen, der Film ist wirklich auf die Sekunde fertig geworden. Und bei der komplizierten Bauweise und Konstruktion werden Sie das vielleicht beim Anschauen auch vielleicht besonders schätzen oder einschätzen können, was da beteiligt war. Wie gesagt, die Autorin habe ich erwähnt, sie ist nicht da, weil sonst wäre mir schon was in den Kopf geflogen, was ich nicht gemacht habe. Oder mir? Wie gesagt, Erich Neuberg-Preis an Andreas Prochaska, bitteschön. Banales weißes Kuvert, mein Sekretär hat mir gemacht ein rotes passend zur Rolle. Wie kommen Sie beruhigt, dass auf meinen Tisch nicht mehr schreibt? Mal rotes Kuvert, mach's auf. Wir haben dann nur mehr weißes gehabt, um es zu ersetzen. Aber wie gesagt, Vergnügen kann ich Ihnen für diesen Film nicht wünschen. Er ist nicht wirklich vergnüglich, aber er ist für mich, und das sage ich als Vorsitzender der Jury, der wichtigste Film des vergangenen Jahres gewesen. Danke.